Moin Leute, was geht und willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Heute habe ich einen kleinen Trading-Tipp für euch, den ihr jetzt bis morgen ganz entspannt machen könnt und in den nächsten Tagen natürlich noch weiterführen könnt. Dazu sage ich euch auch noch was zu unseren Investments aus den letzten Videos und ich würde sagen, wir schnappen nicht lang, wir starten direkt ins Video durch. Wenn dir das Ganze gefällt, lass gerne ein Like da und abonniere den Channel, wenn du neu bist. Für euch sind das nur zwei Klicks, für mich ist das eine riesengroße Unterstützung und ich würde sagen, let's go. Die folgende Trading-Methode bezieht sich auf die Icon-SBCs, die wir ja jetzt täglich bekommen und unter anderem braucht ihr hier immer bei der ersten SBC ein Team mit 11 seltenen Bronzespielern, was für uns sehr, sehr wichtig ist, denn das bedeutet immer nach 19 Uhr kann man die Karten richtig gut verkaufen und über den Tag hinweg verkaufen, die sich überteuert auch nochmal sehr gut. Und das könnt ihr schon an unseren Verkäufen sehen. Wir haben jetzt in der letzten Stunde 16 Karten verkauft und das sind unsere Verkäufe. Die meisten Karten davon sind auf jeden Fall die Bronze seltene Karten. Hin und wieder verkauft sich noch der ein oder andere 83er. Und ihr könnt das hier einmal sehen. Ich habe jede Karte für 400 Coins angeboten. Und zwischendurch könnt ihr hier auch nochmal die Bronze Non-Res sehen. Die kommen nämlich aus den Bronze-Packs, die auch etwas mit der Trading-Methode zu tun haben. Aber bevor ich euch jetzt erkläre, wie ihr noch einfacher die Bronze selten Karten anbieten könnt, möchte ich noch einmal auf die Investments aus den letzten Videos eingehen. Und ich möchte euch sagen, dass ihr jetzt heute alles verkaufen müsst. Nach 19 Uhr müsst ihr definitiv eure 83er loswerden, definitiv eure 84er, definitiv eure 85er. Wenn ihr in Informs investiert habt, werdet sie auf jeden Fall auch los. Das Einzige, was ihr halten könnt, sind die gold-seltenen Karten, die ihr euch hoffentlich für 650 Coins erboten habt. Positionskarten aus der vergangenen Woche, wenn ihr die auch noch habt, solltet ihr auch jetzt schon verkaufen. Und ihr könnt es hier schon sehen, ich habe sehr viele bronze-seltene Karten. Ich habe natürlich auf noch mehr geboten und habe noch mehr natürlich bekommen, die ich auch noch im Laufe des heutigen und morgigen Tages verkaufen werde, um danach am Freitag möglichst flüssig zu sein für die ganzen Investments. Dennoch könnt ihr jetzt mit den Bronze seltenen Karten bis morgen sehr, sehr gut traden. Ihr braucht dafür nicht viele Coins, ihr braucht ca. 15.000 bis 20.000 Coins und könnt diese relativ schnell bis morgen auf 40.000 Coins bringen, wenn nicht sogar noch ein bisschen weiter, was euch zusätzliche extra Coins bringt. Natürlich ist das jetzt nicht die Welt, aber ich rate euch auf jeden Fall für den Freitag flüssig zu sein, damit ihr da wirklich alles ganz entspannt einkaufen könnt. Als nächstes zeige ich euch jetzt einen kleinen Trick, wie ihr immer nicht überboten werdet bei den Bronzekarten, weil viele Bronzekarten, wie ihr ja auch in der Methode seht, für 400 Coins weggehen und sehr viele Karten sind halt auch für 400 Coins per Sofortkauf drin. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall auf den Max-Bietpreis gehen und gehen hier maximal auf 150 Coins. Und als nächstes müssen wir den Mindest-Sofortkaufpreis hochmachen auf knapp 700 Coins, weil da eher seltener UV-Methoden funktionieren, beziehungsweise das kaufen eher seltener Leute für den Preis, eher für die 400. Und so wird uns keine Karte erscheinen, die jetzt 150 Startpreis hat und 400 Sofortkaufpreis hat, weswegen wir jetzt bei den meisten Karten nicht überboten werden können. Als nächstes gehen wir jetzt hier nochmal drauf und bieten überall auf die ganzen Karten 200. Ihr könnt es schon sehen, ich habe so viele Karten gekauft, dass ich da jetzt nicht mehr drauf bieten kann. So seht ihr das Ganze. Ich kann euch einmal kurz zeigen, warum das jetzt Ganze mit der Kommunikation kam. Das ist alles kein Problem. Das ist nämlich, weil ich schon sehr, sehr viele Bronzekarten gekauft habe. Ihr könnt das hier wirklich einmal sehen. Ich habe jede einzelne Karte für maximal 200 Coins gekauft. Und so solltet ihr das auch machen und diese Karten könnt ihr dann für 400 Coins anbieten. Kurz nach 19 Uhr sogar teilweise für 450, 500 Coins. Bedeutet also, wenn ihr die um 18.10 Uhr reinstellt, sodass die um 19.10 Uhr ablaufen, könnt ihr die in der Stunde auf jeden Fall auch noch einen Ticken teurer reinstellen. Das sollte auf jeden Fall auch gut funktionieren. Und eine weitere Methode, wenn ihr jetzt keinen Bock habt, die ganze Zeit zu bieten, dann könnt ihr auch auf jeden Fall die Bronzekarten erstmal in der 59. Minute per Sofortkauf kaufen oder ihr öffnet das Ganze mit den Bronzepacks. Ein Bronzepack kostet 750 Coins. Durch eine Bronze-Rare-Karte bekommt ihr schon 400 Coins zurück. Dann habt ihr noch wahrscheinlich 2-3 Spieler drin, die Bronze Non-Rare sind. Die könnt ihr auch für 150 bis 200 anbieten und macht auch so eure Coins mit. Und den Rest könnt ihr aus dem Pack nochmal abstoßen. Das heißt, für ein Bronze-Pack bekommt ihr momentan ungefähr 1000 Coins und ihr zahlt 750. Bei manchen Karten wird es natürlich noch krasser sein. Einige von euch haben sogar schon ein Team of the Week in Bronze-Packs gezogen. Und ja, das geht tatsächlich. Das habe ich dieses Jahr auch schon einmal geschafft. Und das sollte es auch tatsächlich schon zum jetzigen Video heute sein. Wirklich kein großer Trading-Tipp. Ihr könnt eure Coins verdoppeln im Low-Budget-Bereich. Ihr könnt aber hauptsächlich wirklich flüssig sein. Das meiste, was ihr habt, einfach auscashen. Das ist wirklich das Wichtigste. Und morgen gehen wir dann um 18.30 Uhr live. Werden mit euch zusammen investieren, zusammen traden. Und zusätzlich noch eure Packs öffnen, meine Packs öffnen. Und hoffentlich den ein oder anderen Toti darin ziehen.